Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob und es geht weiter mit The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. So, hier war ich das letzte Mal hängen geblieben, da hat mich so eine blöde Hand gegrapscht. Wobei ich dachte, das geht gar nicht. Aber offensichtlich ging es doch. Aha. Gut, jetzt sollten wir nicht zu lange warten. Das hier ist allzu offensichtlich, dass ich hier das Blatt brauche. Gut, Tor ist wieder offen. Und hier ist allzu offensichtlich, dass ich da hoch muss. Ach, diese ewige Wechselerei geht immer schon ein bisschen auf den Keks hier gerade. Okay, ich kann offensichtlich nicht zur Seite fliegen. Und da sollte ich nicht stehen bleiben. Autschi. Naja. Brauche ich das Ding? So, die Stiefel habe ich ja aus. Ja, pfeif drauf. Das war jetzt gerade nicht so kamerafreundlich, das Ganze. Okay. Dann geht die Tür wieder zu. Was soll das denn? Macht das Sinn? Brauche ich das? Und was mache ich jetzt als nächstes? Gute Frage, nächste Frage. Legen wir uns mal das Überzeugungsargument greifbar. Ja, lass mich raus hier. Gucken wir mal da rein. Okay, dümmlicher Wind. Na, was bringt mir der? Da unten ist ein heller Fleck. Das kann ein komischer Totenkopf sein. Oder wieder was zum Blumenpflanzen. Ah. So einer schon wieder. Weg da. Oh. Ja, ein Herz hätte mir mehr gebracht. Ne, wo fummel ich eigentlich heute rum? So, da oben komme ich definitiv nicht rauf. Du nervst. Du auch. Nett. Moment mal. Das Loch da ist auf. Da könnte ich durchfliegen. Bringt mir aber nichts, weil da kann ich auch drunter durch. Ist Quatsch.
Na gut. Du störst gerade, weißt du das? Warum hat man hier das Blickfeld so eingeschränkt? Das ist etwas ärgerlich. Ja, super. Moment, waren das vorhin? Waren das vorhin drei? Oder waren das eine dümmliche zwei? Jetzt dürfte es eigentlich nur noch der eine sein. Schnell weg hier. Könntest du mal ein bisschen tiefer kommen, du Sack? Okay. Vielleicht kann ich darüber fliegen. Ich musste nicht im Ernst da durchschweben, oder? Ach du Schande. Ruhe. Um Gottes Willen. Da verliert man ja völlig die Orientierung. Dadurch. Nee, Moment mal. So, von da kann ich angeflogen. Nee, das Ding ist ja zu, da komme ich ja nicht durch. Da komme ich nicht rauf. Also muss ich. Erst. Ach, nicht schon wieder ihr. Verdammt, wo bin ich hergekommen? Ich sehe nichts mehr. Okay. Ich muss da oben runterspringen. Hier rüber. Kann ich darüber fliegen? Nee, kann ich nicht, hatten wir gerade gesagt. Okay. Ich glaube, jetzt Zeit zum Nachdenken. Definitiv. Okay, ich habe mich jetzt noch ein bisschen umgesehen, bin ich viel schlauer geworden, bis ich wieder hereingekommen bin. Und wenn ihr mal nach oben links guckt, auf dieses Podest, den Absatz, das Ding da, wo man landen kann, da sehe ich so einen ganz feinen Strich. So, goldfarben. Für mich sieht das aus wie ein Schalter. Also ist jetzt meine Hoffnung, dass ich da in den Luftstrudel rein muss und dann nach oben schwebe und den Schalter auslöse. Es geht doch. So, mal gucken, ob ich jetzt direkt hier wieder landen kann. Alter. Verpfeif dich bloß, du Vieh. Wow. Aha. Das reicht mir aber. Oh, was machst du da unten? Hab ich was von runterspringen gesagt, Mensch? Ungünstig. Sehr ungünstig. Jetzt hoffen wir, dass ich schneller klettern kann, wie der Feuer spucken.
So, wo ist denn der Sack? Ah, der ist noch da drüben. Okay. Energie habe ich aufgeladen. Wo ist denn der? Besser. Ach, ein Rubin. Na toll. Jetzt sollte ich erst wieder ein bisschen magische Energie sammeln, wenn möglich. Habe ich gerade was gehört? Das klingt auf jeden Fall nicht vertrauenserweckend. Kommen wir da durch? Ja, kommen wir. Oh. So war das nicht geplant. Wo kriege ich jetzt magische Energie her? Hier haben wir doch ein bisschen. Schon mal gut. Noch so eine Pulle wäre nicht schlecht. Hurr. Auf jeden Fall. Ah ja. Sehr gut. Rasen ist auch gemäht. Wunderbar. Macht 20 Euro. Du hast die Labyrinthkarte gefunden. Auf dem Wii U Gamepad sind nun auch Räume zu sehen, die du noch nicht betreten hast. Das ist schön. Das Wii U Gamepad steht 4 Meter von mir weg. Mist. Okay. So. Ja, dann probiere ich nochmal darüber zu schweben. Ah, da ist ein großer Busch. Vielleicht ist da was drin, was ich brauchen kann. Ja, genau, das habe ich gemeint. So, jetzt mal überlegen, wo komme ich denn her? Ich glaube ja von da hinten. Dann schwebe ich rüber auf das Ding und dann da durch und dann darüber. Ja, probier mal aus. Sehr schön. Solange hier genug Sprit ist, komme ich überall hin, glaube ich. Wenigstens habe ich hier keinen Gegenwind. Okay, gucken wir mal. Klatsch. Okay, der Kamerad ist uns nicht so wohlgesonnen. Also sollten wir uns ein bisschen beeilen hier. Ja, so war das nicht gedacht. Ich war zwar der Auffassung, ich hätte auf den passenden Knopf gedrückt, aber irgendwie war dann dem wohl doch nicht so. Boah, der trifft auch noch. Der trifft blind, der Sack. Nix wie weg hier. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal fliegen, oder was? Ja, sieht so aus. Mist. Fehlt mir ein Herz oder meine ich das nur? Ey, mir fehlt ein Herz, ernsthaft. Und ich krieg auch keins. Danke auch.
Danke, Nintendo. Ich bin glücklich. Das war wieder ein bisschen knapp. Gut. Auf ein neues. Bis hierher waren wir schon mal. Man muss der Chili gefressen haben, dass der Feuer spuckt. So, wie in drei Teufelsnamen soll ich da rüberkommen? Das ist doch viel zu weit. Mist. Nee, es reicht. So, Ruhe ist. Ach, ein Rubin. Pfeile, die ich nicht brauche. Ah, sehr schön. Halt, zu mir. Gut. Boah, das Ding, das lassen wir einfach da rumschwirren, ne? Voll daneben gedroschen und fehlt trotzdem auch gut. So, das gucken wir uns erstmal von oben an. Das kommt mir doch sehr bekannt vor, der Raum. Und das hier. Schreit. Ups. Hä? Och, Manno. Achso. Oh. Och, nö. Wäre jetzt mal lustig zu probieren, wie der da runterklatscht mit den Eisenstiefeln oder wie auch immer die Dinger heißen. Aber ich glaube nicht, dass ich das will. Und ich will auch nicht wissen, was das da ist. Also nicht das Dicke da vorne, sondern da links im Bild, das Stachelige. Auch dafür gibt es einen Gefällt mir nicht Button. Aber ich mache an der Stelle trotzdem eine ganz kurze Pause, bin sofort wieder da. Ich muss nämlich mal wohin. Ha, so, wesentlich erleichtert. Jetzt ziehen wir erstmal die Stiefel wieder aus. Und was rüsten wir denn aus? Ja, nehmen wir einfach den Hammer. Patch aus. So, so wie ich das Ganze hier sehe, ist eigentlich völlig egal, was ich mache. Da unten sind diese komischen Helikopter-Dinger. Da drüben ist, wie heißt der eigentlich? Oh, der Holzkopf. Ich versuche mal da runter zu kommen, ohne... Ja, klar. So. Also ich wollte eigentlich da runterkommen. Hallo? Ohne ernsthaft Schaden zu nehmen. Ja, so, da bräuchte ich den anderen Typ wieder. Dem kann ich aber nichts anfangen. Da ist eine Tür.
Da ist eine Tür, für die ich einen Schlüssel brauche. So, gut. Dann hatte ich die Auswahl ziemlich von selbst begrenzt. Gehen wir mal da rein. Ich würde jetzt gerne wieder nach oben gucken, geht aber nicht. Aber was mir auffällt, sind diese komischen Steinplatten. Da dachte ich vorhin schon in dem einen Raum, wo das Loch war. Oder war das im letzten Part? Ist ja auch wurscht. Da dachte ich, wo wollte ich gerade gehen? Gut, wird schon spät, tatsächlich. Link wird auch müde. Da dachte ich, die könnte man zertrümmern mit dem Hammer und das probieren wir jetzt aus. Hä? Okay, man. Ja. Okay, man kann sie ganz offensichtlich nicht mit dem Hammer zertrümmern. Oh shit. Wow! Uff. Das war gerade eher suboptimal. Da wollte ich jetzt echt gar nicht hin. Wie ist denn das, wenn ich hier drauf kletter? Loch da oben wieder zu, oder was? Ach nee, ich muss die Dinger noch verschieben. Ach. Ja, dann hebt mich doch hinten rum. Toll, Rubine. Ah, Herz. So langsam. Warum drehst du dich immer so langsam, Menschenskind? Geht doch. Geh kaputt jetzt. Okay, die wollen mich auch perforieren. Du sollst dein Schwert einpacken, Mensch. Ah. Kann ich wieder nicht gucken. Ich hasse es. Gut, also hey, warum schiebst du das jetzt so weit, du Affe? So. Also allzu schwer ist es wohl nicht, da rauszukommen, aber es hält doch ziemlich auf. Ich frage mich noch, was erwartet mich dann in den anderen Kammern? Weil da sind ja mit Sicherheit unter jeder von dieser von diesen Platten ist ja bestimmt nochmal so eine dümmliche Kammer. So. Wo bist du hin? Trottel. Okay. Oh. Na gut, die sind ja human.
Da können wir uns jetzt, glaube ich, beeilen. Ja. Hey, habe ich was von Springen gesagt? Hui, so viel zum Thema beeilen. Das war wohl eher ein Griff ins Klo. Ich hoffe nur, dass keine allzu schweren Gegner mehr kommen. Hey! Tja, das ist das Problem, liebe Leute von Nintendo, wenn man... Ich sehe nichts. Wenn man nicht nach oben gucken darf. Okay. Bei genauer Betrachtung völlig klar, dass das nicht funktioniert. Also da muss ich sagen, ist BOTW besser, da kann man besser gucken. Macht aber auch nichts. Weil man gewöhnt sich ja irgendwann dran. So. Kammer Nummer 3. Oh, verdammt. Das sind mehrere, verdammter Mist. Oh, ja, komm. Wolltest du mich eben grapschen, hä? Hä? Na, wenigstens war ordentliches Zeug drin. Was ist eigentlich da vorne das? Ach ja, sieht man jetzt wieder nicht. Schade. Hä? Okay. Das scheint jetzt direkt passend zu stehen. Irgendwie ist das schräg. Und hüpf. Und hüpf. So, was kann jetzt noch kommen? Wie nix? Hä? Was für einen Sinn hat dieser Raum? Gut, ich habe natürlich nichts dagegen, wenn keine Gegner kommen. Aber irgendwie... Ja, passt auch. Gut, dann gehen wir halt wieder raus. So, dann bleibt nur noch der Deckel hier. Aha! Also anscheinend muss man alle fünf... Oh. Anscheinend muss man alle fünf zerstören. Warum hat da das A aufgeblinkt? Egal. Auf jeden Fall scheinen wir ein Rätsel gelöst zu haben, weil da war eine interessante Kiste. Mist. Da muss ich wohl rüberschweben. Quatsch. Das wollte ich dahin haben. Frag bloß nicht, warum jetzt. Hey! Schweinkram!
Aber der Weg sah sich noch gar nicht so falsch aus. Besser. Ah, jetzt weiß ich auch, was das andere Loch war. Da geht's wieder raus. Alles klar. Du hast eine Schatzkarte gefunden. Öffnest du sie im bla 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 verborgener Schatz. Okay. Nicht da reinfallen, Junge, nicht da reinfallen. Ein Schlüssel. Ernsthaft? Wozu ist dann dieses Loch? Gut, wenn ich cool genug gewesen wäre, da war ein leerer Raum. Wäre ich in den leeren Raum gegangen, hätte mir den Kram dahingestellt, hätte ich gleich da hochspringen können, nicht Trottel. Da. Merkt's euch. Okidoki. Gut, der schwebt da oben rum. Das Ding beunruhigt mich immer noch, weil ich nicht weiß, was es ist. Das hier sieht so Endboss-mäßig aus. Also, hier könnte man gegen einen Endboss kämpfen müssen. Vor allem, wenn dann hier ein Riesenloch ist. Oh. Gefällt mir nicht. Jetzt wäre noch ein wenig magische Energie. Nicht das allerschle... Ah, ein bisschen mehr. Wenn ich sage wenig, meine ich nicht so wenig. Meine Herren. yep. Auch gut. Ja, das ist doch human. Alles klar, dann hätten wir das soweit gelöst. Und ich denke, der Part ist lang genug. Ich mache jetzt an der Stelle eine Pause. Und im nächsten Part geht es dann wieder weiter. Und so langsam wird es, so ganz langsam wird es. Nur das ständige Gewechseln hier drin, das geht mir langsam auf den Keks. Naja, egal. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich weiß gar nicht, wie weit bin ich denn? 48, 49, 50, ich habe keinen Schimmer. Aber wir werden es erleben. Und bis dahin dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren. Ihr dürft gerne die Glocke aktivieren, damit ihr den ganzen Unfug hier nicht verpasst. Und bis dahin genießt ihr einfach euer Leben. Bis denn dann. Tschüss.